Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im EZ2 unterwegs im Multiplayer auf Simulation 1. Und ja, wir fahren heute von Brüssel nach Rotterdam. Wir haben heute 5 Tonnen geladen und medizinische Impfstoffe. Ja, da fahren wir jetzt los. Wir haben heute ja 130 Kilometer vor uns. Ja, der hält mal wieder nicht an, war ja klar. Und da fahren wir jetzt los. Wie gesagt, 130 Kilometer vor uns, also nicht ganz so lang wie sonst immer. Und ja, wie gesagt, da schauen wir mal, dass wir da heute ja das schön entspannt fahren können. Genau, ansonsten heute ist schon wieder Mittwoch, die Hälfte der Woche haben wir schon wieder geschafft. Und ja, für nächste Woche ist wieder einiges. Also erstens mal dieses Wochenende oder die Videos für dieses Wochenende, also Freitag, Samstag und für Montag die Videos, werde ich jetzt dann ja heute oder morgen noch vorproduzieren. Die werden wieder nicht ganz aktuell sein. Liegt daran, weil ich am Wochenende keine Zeit habe dafür. Deswegen werde ich die Videos jetzt vorproduzieren. Jetzt entweder heute oder morgen noch. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall nächste Woche, und zwar am Freitag, so wie es ausschaut, werde ich das erste Mal wieder live sein seit, ja, das erste Mal nach der Streaming-Pause, sagen wir es mal so. Bin ich dann wieder live, also nächsten Freitag, könnt ihr euch schon mal vormerken. Das ist der 27. September, da werde ich wieder, ja, das erste Mal live sein. Und dann geht es wieder wöchentlich weiter. Mindestens einmal in der Woche. Jetzt, wie gesagt, dann erstmal der 27. September, das ist ein Freitagabend. Da werde ich erstmal live sein. Eventuell sogar den Samstag drauf auch, also den 28. muss ich aber erstmal noch schauen. Aber auf jeden Fall den 27. den könnt ihr euch schon mal vormerken. Da werde ich das erste Mal dann jetzt, ja, nach der Streaming-Pause, nach der Sommerpause, sage ich jetzt mal, wieder live sein. So, der Ruckler, der kommt von mir. Das ist nämlich jetzt gerade die Duisburg-Calais-Strecke. Da sind jetzt, ja, wahrscheinlich einige Spieler dazugekommen. Deswegen hat es jetzt gerade geruckelt. Ja, da an mir ist die Duisburg-Calais-Strecke unter uns jetzt gleich. Deswegen, ja, gab es jetzt gerade einen, gerade doch schon längeren Ruckler, muss man sagen. Ja, wie gesagt, hier unten ist die Duisburg-Calais-Strecke. Genau, ansonsten, ja, wie gesagt, heute ist schon wieder Mittwoch, die Hälfte der Woche haben wir schon wieder. Und ja, jetzt noch 2 Tage und dann ist schon wieder Wochenende. Genau. Und ja, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und Like da lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen um 16 Uhr. Und ja, wie gesagt, ansonsten bin ich jetzt ab nächster Woche dann wieder live. Einmal wöchentlich, mindestens einmal wöchentlich. Und ja, nächste Woche fange ich dann am Freitag eben an. Bis dahin habe ich noch ein bisschen was zu tun. Ein paar Änderungen vom Stream her selber. Und ja, bis dahin ist ja noch über eine Woche jetzt, bis dahin Zeit. Sollte ich auf jeden Fall noch schaffen. Genau, weil es gibt so ein paar kleine Änderungen. Werdet ihr aber dann, ja, am Freitag, wenn es wirklich dann soweit ist, sehen. Genau, ansonsten werde ich wahrscheinlich im Normalfall nicht wirklich am Wochenende live sein, sondern wieder eher unter der Woche. Ist jetzt nur nächsten Freitag so, weil, ja, hat eigentlich ganz gut gepasst und Wochenende ist da eigentlich so gut wie jederzeit. Deswegen dachte ich mir, ja, streame ich da. Und ja, ansonsten die nächsten Streams werden wahrscheinlich dann wieder ja, eher unter der Woche sein, also ja, von Montag bis Donnerstagabend, sage ich jetzt mal, werden sonst wahrscheinlich die Streams dann wieder sein. Kann natürlich vereinzelt auch sein, dass ich am Wochenende live bin, aber im Normalfall bin ich ja dann wieder eher unter der Woche live. Genau, so, jetzt sind wir ganz alleine hier auf der Strecke, dann gehen wir mal in meine schöne Außenansicht wieder. Jetzt gerade wird es, glaube ich, dunkel, oder? Ja, genau, gerade wird es dunkel, aber bis wir ankommen, soll es eigentlich noch, ja, ziemlich hell, oder was heißt ziemlich hell, hell genug bleiben, sage ich mal so. Genau. So, schöner LKW. Könnte man eigentlich auch mal wieder einen anderen LKW fahren? Mal schauen.
Was ich jetzt dann nächsten Freitag für ein Spiel streamen werde, weiß ich noch gar nicht. Wahrscheinlich wird es ETS oder alles sein. 5M oder RP-mäßig habe ich sonst noch nichts. Und irgendwie ein anderes Spiel, wo, ja, ich sag mal, wo gut wäre oder wo mir gefallen würde, habe ich aktuell auch nicht. Aktuell weiß ich nicht, also aktuell gibt es eigentlich nicht wirklich Spiele, die wo ich ja spiele. Oder allgemein bin ich ja noch ziemlich wenig am PC, sagen wir es mal so eher. Da ja jetzt aktuell noch ziemlich viele Feste sind und so weiter. Deswegen muss ich ja jetzt die Videos für das Wochenende, nehme ich die jetzt auch schon, ja wie gesagt, heute oder morgen noch auf. Weil eben am Wochenende wieder ein Fest ist und da ja, habe ich dann keine Zeit, deswegen ja, muss ich sie jetzt dann ja heute oder wahrscheinlich eher morgen noch aufnehmen. Genau. Aber die Feste werden jetzt langsam und nach und nach auch weniger wieder. Jetzt im Winter gibt es ja nicht wirklich Feste, sage ich jetzt mal. Ja, da gibt es eher wieder Weihnachtsmärkte und die ja, gibt es, aber ja, so viel Weihnachtsmärkte gibt es ja auch wieder nicht. Deswegen passt es eigentlich ganz gut. Ich werde jetzt, wie gesagt, am Freitag, nächsten Freitag, also am 27. wieder anfangen zu streamen. Und dann schauen wir einfach mal. Dann wird sich wieder, hoffe ich mal, schön einpendeln. So, ich sag mal, 1 bis 2 Streams in der Woche, denke ich mal. Vielleicht über Weihnachten dann wieder mehr. Mal schauen. Aber jetzt für das erste Mal, ja, 1 bis 2 Streams in der Woche. Ja, ich muss jetzt sowieso erst dann mal wieder langsam, sag ich mal, reinkommen. Genau. Wir sind fertig. So, Leute, jetzt sind wir auch schon wieder da. Ja, ist dann heute nicht ganz so ein langes Video wie sonst immer. Wir sind jetzt gerade mal bei, ja, knapp 8 Minuten. Jetzt parken wir noch ein und dann war es aber auch schon wieder für heute. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie lädt es jetzt mittlerweile an mehr Stellen des Gras nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das an Truckers MP liegt oder an mir liegt. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. So, jetzt parken wir noch ein. Der LKW quietscht auch schon. Der müsste auch mal wieder repariert werden. Zumindest die Bremse. Die quietscht ganz schön. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, war es jetzt mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann ja am Freitag um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein als zweites Video. Euch, wie gesagt, noch eine schöne restliche Woche. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.